Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem Let's Play Minimetro. Wir haben die ersten vier Städte hinter uns und heute fangen wir in Melbourne an. Ich habe glaube ich Montreal das letzte Mal gesagt. Irgendwie falscher Kontinent, mehr oder weniger auf der anderen Seite der Welt ist Melbourne. Aber was soll's. Schauen wir mal. Hallo Melbourne. Da gibt es Straßenbahnen, das ist ja urlieb. Und wir haben nur drei Brücken am Anfang. Schauen wir mal, wie gut wir das hinkriegen, wie viele Punkte wir schaffen. Naja, wir haben ja noch eine Brücke. Machen wir das mal so. Fahrt er nämlich in die andere Richtung. So. Und dann ist er nämlich andersrum, fahrt er nämlich andersrum als der Grüne in dem Bereich hier. Stimmt gar nicht. Ich bin so ein Dolm. Naja, gut, was soll's. Ah, nein, verstehe, wenn da was. Naja, naja, wurscht. Ach ja. Machen wir das mal so. Jetzt weinen. Vielleicht sollten wir den auch darüber lassen. Das wäre ich gar nicht einmal so dumm. Okay, das machen wir jetzt so. Ja. Wir sind so großartig. Eine runde Sache, könnte man sagen. Ja, das ist... Machen wir das so. Hey, eine Straßenbahn. Waggon oder Bahnlinie? Wir nehmen eine Bahnlinie. Ich habe gelernt, es ist besser, viele kurze Bahnlinien zu haben, als eine Menge lange. Als wenige lange. So. Wir könnten das eigentlich jetzt so machen. Gar nicht mal so doof. Ja. Und da haben wir schon eine wunderschöne neue kurze. Einen Kreis, eine Brücke wäre vielleicht nicht schlecht. Ich fürchte mal, dass wir noch mehr Brücken brauchen. Die Kreise können wir ruhig etwas dicker machen. Und es läuft ganz gut. Ja. Für all jene, die sich wundern, wie lange das dauern wird, ich weiß nicht genau, ob ich die gesamte Serie machen werde, also ob ich alle von diesen Dingern machen werde. Wir werden mal schauen, wie gut es läuft.
vielleicht, naja, so ein Viereck auf der südlichen Seite wäre ganz toll. Dann würde ich nämlich den dunkelgrünen runtersetzen auf die Südseite. Ah, okay. Das heißt, wir machen da mal das. Da haben wir... So, machen wir das so. Achso. Da müssen wir dann... Da, noch dazu. Beziehungsweise... Straßenbahn. Hey, machen wir Brücken. Oder noch eine Bahnlinie. Machen wir noch einmal Brücken. Sicherheitshalber. Machen wir das vielleicht so. Schon gut, dass ich eine neue Brücke genommen habe. Ich glaube, jetzt wird das ein bisschen mühsam da langsam. Machen wir das mal so. Okay, langsam werden die Stationen voll. Machen wir es doch da. Da muss er nicht abbremsen, der Grüne, wenn er da durchfährt. Mal abgesehen davon, dass dann nicht so viele... Noch eine Straßenbahn, noch eine Bahnlinie. Machen wir noch eine Bahnlinie. Brücken haben wir ja jetzt. Jetzt können wir noch weiter verbinden, auch über den Fluss. Jetzt könnten wir zum Beispiel die Grüne mit der Violetten verbinden. Das wäre doch was. Das ist mühsam. Sagen wir so. Und fahren wir... anders machen. Fahren wir das nicht so, sondern so. Und das da. Besser. Weiß ich nicht, ob das besser ist. Wir versuchen es mal.
Okay. Machen wir das so. Gehen wir für das da weg. Wir könnten eigentlich sogar noch einmal über den Fluss fahren. Sollten wir das tatsächlich machen? Oder so? Noch eine Straßenbahn, nochmal Brücken oder noch eine Bahnlinie? Machen wir noch eine Bahnlinie, dann sind wir mit den Bahnlinien mal voll. Ja, mach noch ein paar von diesen komischen Dingern. Wir fahren sogar bis da raus. Irr. Da ist eine Raute entstanden. Einfach so. Das ist nicht gut. Diese Station ist da ziemlich schnell. Wird da ziemlich schnell voll sein. So fahren. Besser. Irgendwie. Ah, das ist schön. Machen wir da den grünen rüber. Huch. Brücken, machen wir Brücken. Können wir nochmal quer verbinden, irgendwas. Irgendwie, was wir jetzt nicht tun. Beziehungsweise Kreise bilden. Wir könnten zum Beispiel den grünen Kreis, den hellgrünen Kreis für mich führen. Der hat da jetzt eh ein Dreieck. Machen wir das so. Ah, nein. So. Passt. So, die hellgrüne auch kreisförmig. Irgendwie ein bisschen wenig Dreiecke haben wir auf der Strecke. Wir haben ziemlich viele Kreise auf der Strecke, allerdings. Das ist nicht gut. So, der fährt in diese Richtung. Das heißt, wir stellen mal auf die grüne. Richtung. Und auf die Türkise wollen wir vielleicht auch noch eine stellen. Geh bitte! Wie viele Kreise kommen denn da noch hoch?
langsam. Ah, da gibt es eine Station, die ich nicht gesehen habe. Mist. Es ist nicht gut, wenn solche Stationen entstehen. Ah, gib Gas. Gelbes Ding. Wieso fährst du durch? Ach Gott. Also das muss alles in die andere Richtung transportiert werden? Dazu ins Konzept. Nein. Machen wir mal Waggons. Linien haben wir ja die maximale Zahl schon erreicht, sehe ich gerade. Schauen wir mal, ob wir es auf 1000 schaffen. Weiß ich nicht. Schwer zum Sagen. Wow, ein Dreieck! Ist das gut? Ja, das ist supi. Das ist sogar ausgezeichnet. Das entlastet diese Strecke. Oh. Aber dafür diese Strecke jetzt etwas brutaler. Zu kommen. Ah! Wieso entstehen da so viele Typen? Gibt's das? Der fährt jetzt durch bis zu dem Dreieck da hinten. Boah, fürchterlich. Na, okay, schaut ganz gut aus. Noch haben wir uns gerettet. Ah, die orangene und die violette, die machen mir ein bisschen Sorgen. So, na vielleicht werden wir die gelbe einfach... gar nicht einmal so dumm. Vor allem mit dem Stern, der da jetzt entstanden ist, sollten wir auf jeden Fall eine zweite Linie zu dem Stern bringen. Oh yay! Schaut ja ganz gut aus dabei. Ah, oder auch nicht. Noch eine Straßenbahn, noch mehr Waggons. So, auf der... Auf der... Und dann steht noch eine Dings. Das ist ja katastrophal. Wie soll ich die anbinden? Mit dem hier. Machen wir das vielleicht so. Und machen wir das so vielleicht. Ist, glaube ich, gescheiter. Ja, machen wir weiter.
So, jetzt war ich ganz kurz weg. Wo waren wir? Naja, machen wir weiter. Schaut nicht gut aus, schaut nicht gut aus. Wow, und schon wieder ein wundervoller Kreis. Wir lieben Kreise. Ausgezeichnet. Diese Station wird kaputt gehen. Wenn wir da nicht bald was dagegen tun, können wir dagegen was tun, dann, schwer zu sagen. Wir könnten natürlich noch eine zweite Straßenbahn, eine dritte Straßenbahn in diese Richtung fahren lassen. Oh yeah, und da geht wahrscheinlich Gabe dann, oder wir Orange einfach den Bach hinunter. Ah, Mist, da ist ja noch was Grünes. Verdammt. Die grüne Linie ist jetzt mittlerweile schon ziemlich überlastet, glaube ich auch bald. Obwohl, da entstehen offensichtlich weniger Sachen als hier auf dieser violetten. Ich sollte auf Pause drücken, wenn ich das mache. Brücke, Waggon natürlich. So, machen wir das so wieder. Gut, ja, warte mal, weil wenn wir das eh jetzt haben, dann brauchen wir das gar nicht mehr rüberziehen. Oder so. Kreuz entstanden. Ist ja fürchterlich. Jetzt tut doch bitte endlich mal jemand was dagegen. Nicht mit? Ach so, stimmt. Die sind ja alle für da oben. Und da gibt es nicht einmal einen gelben, der vorbeikommt. Okay, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen dir was mitgeben. Nein! 1400 und das Spiel ist zu Ende. Wir sind so unfähig. Aber immerhin haben wir es bis 1400 geschafft. Soweit schaffe ich es normalerweise nicht beim ersten Mal spielen von einer Dings. Okay, Herrschaften, wir haben Melbourne geschafft. Zurück ins Menü. Als nächstes folgt, und damit ich diesmal nichts Falsches sage, Hongkong. Hongkong klingt gut, klingt nach viel, viel Tunnels. Die Metro Hongkongs muss einem rapiden Bevölkerungswachstum standhalten. Oh, das heißt, die Stationen entstehen wahrscheinlich recht schnell. Oder die Leute sind recht flott im Einsteigen oder im Umsteigen oder im was weiß nicht was. 20 Minuten hat es gedauert, ich weiß nicht. Mir ist es länger vorgekommen. Okay, Herrschaften, wir sehen uns bald wieder mit Hongkong, unserer ersten asiatischen Stadt. Bis dann.